Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Egglog. Wir befinden uns auf der Siegestraße. Und hier ist eine Trainerin, die kämpfen will. Dieser recht extrem harte Weg macht seinem Namen alle Ehre. Ja, tatsächlich tut er das. Frostedie. Ich glaube, ich sollte das Pokémon austauschen. Käfer mögen Eis nicht so, glaube ich. Hälfte der KP abgezogen. Besser als nichts. So, du darfst. Nein, nicht konfusieren. Das ist nicht nett. Blödes Ding. Sieh dir Wasser, vielleicht verbrennt's ja. Oh. Okay. Komm schon, komm durch, bitte. Gut. Alles gut gegangen, ich dachte schon. Wir hätten ein Problem, aber alles in Ordnung. Wie hieß die? Trudeline? Du hast einen tollen Kampfstil. Trudeline, danke für das Kompliment. Aber erstmal, glaube ich, würde ich gerne Pupita entwickeln. Und dafür muss das ganz nach vorne. Fehlen ja nur noch anderthalb Level oder so. Hier ist es aber dunkel. Ich habe kein Pokémon, das Blitz kann. Naja. Mist. Das ist ganz schön doof. Hallo, Krakilo. Ah, okay. Das muss ich mir ja nicht unbedingt antun. Gut, dass man so viel sieht. Boah. Ich glaube, ich muss den hier... Hallo, Zubiris. Wir haben dich schon und zwar in Shiny, also lass mich bitte in Ruhe. Ja, ich möchte Stärke einsetzen. Dankeschön. Okay. Man sieht so wenig. Ich weiß auch echt nicht, wo ich lang muss. Die Siegestraße hier ist so verwirrend. Vor allem werde ich garantiert keinem Pokémon jetzt Blitz beibringen. Wobei für jetzt, für die 5 Sekunden. Und dann bringe ich ihm wieder eine andere Attacke bei. Kann überhaupt jemand Blitz lernen? Haben wir Blitz überhaupt? Nö. Nö, dann halt nicht. Boah. Und dann tauchen ständig Pokémon auf. Ich bin so verwirrt und ständig kommt da irgendein Vieh. Ich werde jetzt Schutz einsetzen, weil mich das so nervt. Super Schutz einsetzen. Dankeschön. Oh, hier kann ich gar nicht laufen. Boah, ich müsste echt meine Bildschirmhelligkeit hochstellen. Vielleicht sieht man da mehr. Aber hier geht es doch gar nicht weiter. Brauche ich für hier unten irgendwo einen Stein? Hilfe, ich kann nichts sehen. Deine Glückssträhne nimmt hier und jetzt ein Ende. Dein Schicksal ist besiegelt. Okay.
Oh. Ich glaube, unser liebes Pupita hat hier nicht so viel verloren. Vielleicht lieber Glurak. Okay, da hätte ich auch ein Pupita drin lassen können. Hui, Mega-Entwicklung. Es gibt nichts Besseres. Boah, es ist schneller als Glurak. Es ist falsch mit dem Ding. Nur noch ein Level, dann haben wir ein Despotar, nicht wahr? Boah, alle leveln ab. Oh, Schwertanz, aber ich glaube lieber nicht. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Wasserring. Nee, auch nicht Wasserring. Bitte. Jutesto. Oh, das ist schwierig. Ich glaube, ich kämpfe weiter. Eventuell. Hallo, Jutesto. Ich bin Miri. Flügelschlag. Boah, nein, das hat überlebt. Was soll denn das? Was? Das ist genauso gut. Super Wahl getroffen, ehrlich. Natürlich hat es Ausdauer eingesetzt. Ich hasse das Ding. Das ist so gemein. Ach, Jutesto, warum tust du mir das an? Ja. Nein! Gibt es hier irgendwie... Oh ja, eine Leiter nach oben. Puh, wir sind wieder am Hellen. Bisher habe ich es mit Ach und Krach geschafft, aber das letzte Stück zieht sich wie Kaugummi. Was, ist das schon das letzte Stück? Ehrlich? Edgar. Und er hat einen Flunkiefer. Ich habe mal gehört, Flunkiefer mag kein Erdbeben. Dann würde ich ihm gerne genau das geben. Schade, dass ich keinen Sonderbonbon habe. Ich glaube zumindest nicht, dass ich eins habe. Kann mich gar nicht erinnern, welche gefunden zu haben. Dann wäre das mit dem Despotar ziemlich schnell erledigt. Hier endet also meine Reise. Warum probiert das nicht nochmal einfach von vorne? Er kann auch einfach durchlaufen und dann nochmal von vorne anfangen. Manchmal muss man das, glaube ich, nicht verstehen. So. Alle ein bisschen KP aufgefüllt. Oh. Oh, was ist der richtige? Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Für ein Kind schaust du ganz schön entschlossen drein. Das motiviert mich für unseren Kampf gleich umso mehr. Ist das positiv oder nicht? Raubein-Sack. Ich dachte, Raubein wäre sein Name. Ups. Und wir setzen natürlich Erdbeben ein. Gegen das arme kleine Hundemon. Das tut mir so leid. Ups. Wie wenig XP das immer nur gibt. Ja, ja. Auf jeden Fall wechseln, bitte. Tengulist, war das physisch oder speziell ein spezieller Verteidiger? Nein, Tengulist ist nur auf Angriff, oder? Initiative und Angriff. Oder? Liege ich da jetzt richtig?
Das ist echt schwierig. Das Pokémon habe ich, glaube ich, noch nie wirklich im Team gehabt. Noch nie. Ich habe es noch nie seine Werte gesehen. Das ist nur geraten gewesen, so vom Aussehen her. Da habe ich dich doch glatt unterschätzt. Tja. Kann ja mal passieren. Geht's wieder runter? Ich möchte aber nicht da runter. Wo bin ich jetzt? Hier stehen zwei Typen. Hallo? Als Team sind wir unschlagbar. So schnell wirst du uns nicht vergessen. Ha, du bist ja ein niedlicher Trainer. Wie lange du wohl meinen Attackenstand halten kannst? Das ist ja lieb von ihr. Ich bin ein niedlicher Trainer. Ich gebe ihr gleich niedlich. Los, ihr beiden. Zeigt denen, wer niedlich ist. Was haben wir denn hier Schönes stehen? Boah, das ist echt krass, die beiden. Was soll ich tun? Steinhagel? Komme ich damit Käfer weiter? Ja. Sehr schön und sogar verwirrt. Sehr schön. Alle beide sind fast down. Das eine ist sogar down. Ha! Es ist zurückgeschreckt. Yes! Kack gelaufen. So, ich denke, das sollte jetzt ausreichen. Ja. Gerade so. Es war zwar langsam, aber es hat gereicht. Und Level up. Ah, wie konnte das geschehen? Das war wohl meine Schuld. Es tut mir furchtbar leid. Tja. Sollte es dir auch. Okay. Komme ich hier irgendwie vorwärts? Ja, bitte nochmal einsetzen. Auch wenn ich nicht mehr so viel davon habe. Oh. Für unnützes Gerede habe ich keine Zeit. Zeig mir lieber, wie motiviert du wirklich bist. War das jetzt eine Frau oder ein Mann? Ich war mir nicht ganz sicher. Aber es war richtig. Es war ein Mann. Alles gut. Huh. Und der hat ein Karadonis dabei. Na gut. Ich habe ein Glurak. Guck, ein Glurak. Aber es ist doch noch gar keiner gestorben. Da lohnt sich Heimzahlung doch gar nicht. Ich mach mal Fliegen. Das macht ziemlich viel Schaden. Ja, protz halt rum. Na super. Nein. Okay, Glurak. Nein, nicht Ausdauer. Du blödes Ding. Was bist du nur für ein blödes Pokémon? Das gibt's ja nicht. Nochmal. Blödes Ausdauer-Pokémon. Die sind auch alle echt ätzend. Du bist motiviert bis in die Haarspitzen. Ja, das bin ich. Aber ich würde sagen, wir beenden hier die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann kommt unbedingt morgen wieder vorbei. Bis dahin macht's gut und tschüss.